Moin und willkommen zurück bei Deep Rock Galactic Survivor. Beim letzten Mal haben wir einen neuen Charakter freigeschaltet, den Ingenieur. Und für den Speer quasi eine weitere Unterklasse sozusagen. Den Aufklärer. Der nochmal, wenn ich das richtig sehe, genau, deutlich besser ausweichen kann. Und wenn er das tut, noch Bewegungsgeschwindigkeit und Nachladegeschwindigkeit für 5 Sekunden bekommt. Wir werden aber einfach mal den Ingenieur nehmen. Der scheint Geschütze quasi auf den Boden zu schmeißen, die für ihn kämpfen. Was ja grundsätzlich auch interessant ist. Wie sich Migard stellt, das kann der eigentlich selber dann auch kämpfen. Hat der irgendeine Waffe? Nö, ne? Ja, das machen nur die Geschütze. Nimm mal die Drohnen. Okay, die müssen jetzt auch einmal aufladen. Kommen dann wieder. Durch. Also von den Gegnern. Grundsätzlich könnte das meine Lieblingsklasse werden. Das entspricht immer so ein bisschen dem, was ich in anderen Spielen gerne mache. So was wie Beschwörer oder Hexenmeister mit Dämonenbeschwörung. Also alles, was irgendwie Diener oder Konstrukte erstellt, quasi für ein Kämpfen. Was immer so meine bevorzugte Klasse. Sagen, ich muss hier noch einmal durch. Ach, das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Das ist fasziniert vom Rest. Nicht so schnell töten, bitte. So, jetzt auf zum Drop Pod.
Bike was freischaufeln? Nee. Stage 1 cleared. Be sure to spend your gold and nitro before the next stage. Oh yeah, now we're talking. I rarely pick one of these. You have your objectives. Get it done, Miner. Oh, I need to take a dump. Gold! Die Geschütztürme brauchen auch nur noch ein Level, dann sind wir auch schon Level 12. Ich würde sagen, da muss ich aufpassen. Der explodiert wahrscheinlich gleich direkt an mir. Dann machen wir die Tür mal fertig. Das wirkt schon sehr, sehr mächtig, ne? Wenn man bedenkt, dass sie hier quasi ganze Horden einfach wegballern. Erstmal losgeht, dass sie anfangen zu platzen auch, ne? Also diese Explosionen da. Jetzt wieder ein paar Kettenreaktionen und dann ist auch fast alles weg. Das ist jetzt die erste Stufe mit ihm und das wirkt ein bisschen OP bis jetzt. Also nachher wahrscheinlich wieder nicht mehr, aber die ersten Phasen gehen doch deutlich leichter mit ihm als mit den anderen. Weiter geht's. Load up and get going, Miner. We have quotas to fulfill. I hope this mission will pay off handsomely.
You're cute, but you're dead. Ja, zusätzlich zu den Geschützen macht das selber ja mittlerweile auch Schaden. Das sieht teilweise auch nicht so wenig aus, aber... schon sehr interessant. Jetzt fängt das gleich alles an zu platzen. Jetzt kommt man den weh, weil ich zu nah dran war an der Explosion, aber... Ja. Gehen wir wieder hier runter. Okay, jetzt kommt ein zweiter Schwarm. Könnte das natürlich übel werden. Ah! Aufsteigen bitte, ich brauche Lebenspunkte. Ich weiß natürlich gerade ein bisschen Spielkram, was mich fast getötet hätte, ne? Also einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Ich habe aber ein kleines Problem, was Rohstoffe angeht. Time's ticking, Miner. Move it! That's one for the books. Taking you to stage 4, Miner. Ja. Schade. Just what I needed. To do and quotas to meet. You have your objectives. I've got a bad feeling about this one. Oben war, glaube ich, Gold. Ja, der hätte mich jetzt fast gekillt. Like
ja mal ein bisschen mehr aufpassen. Eigentlich hätte ich mal Geschwindigkeit nehmen sollen. Bewegungsgeschwindigkeit. Gerade wenn man das bis zu dem letzten schaffen sollte. Muss man ja vor dem ziemlich viel flüchten. Yearly bonus. Howdy. Nicht genügend aufgepasst insgesamt. Let's see how Hazard One feels. Der gefällt mir eigentlich wirklich gut. It's dreadnought time, Miner. Find the damn thing, destroy it. Loot bug down. I was looking for. Too much crap in the way. Surprise can't land. Clear it out, Miner. Give me the
electric fence. Give me that. Big swarm detected. Lock up and get ready. Ja, lass mich weg. Bingo! Hey, wie funktioniert dieser Zaun? Das war nicht so, ja. A gorgeous gun for a gorgeous dwarf. Geschütze zurückrufe. Wie rufe ich den Geschütze zurück? Passiert wahrscheinlich automatisch, nehme ich an. Plasma. Overclock, rock and stone. I'm gonna kill you all. Ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt langsam mal Geschütze hier gebrauchen. Noch einer bei mir mit drin. Schade. Die Morphid-Mission nicht erledigt. I always waste my money on cosmetics. This is my pick. You know the drill, Miner. Fulfill your objectives and let's get out of here. When the damn bugs start feeling like family, you know it's time to quit. Get ready. They'll be with you shortly. Ja, mit diesen Elektrozäunen bin ich nicht zufrieden. The supply pod LZ is blocked. Please clear it out. Bring the pine! Also es kann vielleicht gut sein, aber bis jetzt finde ich es eigentlich nicht gut. Ich wollte gerade sagen, lass die mal platzen, bitte. Alter, stell ich mich dämlich an. Swarm is heading your way. Load up.
Gimme! Think you can kill me? Think again! Gimme! Gorgeous gun for a gorgeous dwarf. Wieder sehr wenig Rohstoffe. Ja, also diese Türme werde ich nicht wieder nehmen. Zumindest erstmal nicht. So, mache ich noch eine Runde. Ja, komm, eine Runde mache ich noch. Und dann Schluss. Get it done, Miner. We're all counting on you. Jukebox open! This one makes me want to be a better dwarf. Durch. Haben wir ja extra gerade verbessert. So, ich nehme diesmal mal diese Waffe. Prepare to fight for your life. The big swarm is approaching. There you go. Delivery of one resupply for you, Miner. This one looks fast. Diese Goldgeschosse können natürlich echt übel sein, ne? Ich bräuchte eigentlich genau Nachladegeschwindigkeit von den Dingern.
Gold, ich brauch Gold. Ach Mensch, ja, und diese Pflanzen, die brauche ich ja auch noch. Scheint hier drüben zu sein. So, mal gucken, jetzt macht alles Elektroschaden. Ich tappe da einmal durch. Das war schon wieder knapp. Behalten mal ein bisschen Gold. Um von vornherein mehr Stärke zu haben. Weil wir haben ja einen Schaden mehr. Pro jeweils 5 Gold. Jetzt dürfte die Mission auch gleich schon beendet sein. Wenn wir bereits 2 solche Abbaufelder haben. Kleines Problem hinter mir, aber ging ja noch. Noch mehr Elektroschaden. Bingo. A swarm is heading your way. Load up. Yeehaw, this is it. Supply pod is coming. This one's so mean. Get to the drop pod before it heads back to orbit.
Well done, Miner. We knew we could trust you to go it alone. Stage 2 completed. Oha. If it looks good, it shoots better. Everyone knows that. Your mission is clear. Get to it. Jetzt konnte ich das Gold nicht mal ausgeben, wollte aber eigentlich. Weil im Verhältnis ist wahrscheinlich, wenn ich mal so nachdenke, die gekauften Items ja doch mehr bringen als das Zurückhalten. Ja, wie oft kostet zum Beispiel 10, 15, 20 oder 30 Prozent mehr Schaden, beispielsweise 14 Gold oder irgendwie sowas. Und ich bräuchte schon 15 Gold zurück, muss ich zurückhalten, um 3% Schaden zu machen. Also macht es höchstwahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, das dafür aufzubewahren. Und jetzt gab es nichts zum Kaufen, dann ist es natürlich okay. Aber ansonsten, glaube ich, mache ich das nicht mehr. Okay, dann muss ich mal was weg von. Die Aufnahmereichweite erhöhen. Maximal 4 Geschütze sind da. Prozent Schaden mit allen Waffen. Das ist doch eigentlich ganz ordentlich. Da musste ich jetzt einfach die Variante für die Waffe nehmen. Auch wenn ich die Sammelreichweite nochmal ordentlich hätte erhöhen können. Habe ich gesagt, überhaupt keine Ahnung, was das für ein Effekt ist mit dem Elektroschaden. I'm raring to try this out. Plenty more where that came from. Stage 4 is waiting for you, Miner. I'm gonna go with this. I'm raring to try this out. Oh, yeah! You have your objectives. Get it done, Miner. Oh, I need to take a dump.
swarm detected. Get ready. He'll be with you shortly. Just the upgrade I was looking for. One down! Stuck on this, you freak of nature! So, können wir nochmal so 1, 2, 3 Explosionen mehr haben, bitte? Aber oh, nicht so nah an mir dran. Schade, ich fuhr Sache schon ziemlich hoch. Bin ich mal wieder in den Schuss reingelaufen. Durch, einfach nur durch. Einfach nur durch. Der war schnell weg. Objective completed, Miner. Get to the drop pod before it heads back to orbit. Tripod cleared. Impact imminent. Feels rare. Feels right. Oh Gott. Was geht denn hier ab? Time's ticking, Miner. Move it! So viele Explosivgegner. Okay, kann ich mir nicht leisten. This works. You don't see these every day. Give it to me. Heilen nicht noch können. Hab ich gerade gesehen. Now you just need to make it come out of hibernation by destroying the cocoons. Show them what a single dwarf can do. Shouldn't need precious minerals. It will get you killed.
So, dann gehen wir mal nach da oben. Oder? Ja, ne, komm. Wir nehmen die auch noch mit. Immer wieder selber in so einen Schuss reingelaufen. Bin ich echt gut drin. Okay. Was funktioniert hier drin? Also, aber das bevor ich mir tatsächlich kurz auf. Funktioniert. Da habe ich einfach nicht aufgepasst. In die Gegner reinrennen. Dreadnought wiped out. Good work, team. Objective completed. Objective completed, Miner. Get to the drop pod before it heads back to orbit. Das war mit dem tatsächlich einfach. Mit dem Dreadnought. Ja, das war doch nett. In der letzten Runde für heute noch mal geschafft. Schade, schade. Ich hätte gerne noch eine weitere Waffe irgendwie aufgewertet, aber dafür habe ich es zu sehr verteilt mit den Aufwertungspunkten. Naja. Auf jeden Fall werden wir, denke ich mal, das nächste Mal entweder den Magma-Kern nochmal mit dem Ingenieur probieren oder wir werden die zweite Unterklasse für den Speer ausprobieren, den Aufklärer. Mal schauen. Das entscheide ich dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.